Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schwengeldieter. Wie ihr wirklich unschwer erkennen könnt, liegen zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier einige Monate. Um genau zu sein, ist es sogar fast ein halbes Jahr geworden. Warum ein halbes Jahr Pause? Kann ich euch eigentlich relativ einfach erklären. Bei Clash of Clans ist so ein bisschen die Flaute eingekehrt. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt vorgenommen, dieses Video zu machen. Und ich kann das jetzt gleich schon mal vorwegnehmen. Auch die Spielreihe Clash of Clans zumindest vorerst zu beenden. Das hat, ja, wie gesagt, einerseits natürlich mit der Flaute zu tun. Andererseits bin ich jetzt mit diesem Account auch in einer Spielphase, wo ich ein bisschen von dem eigentlichen Spielstil abweichen werde und daher hier nur noch sehr schwer erklären kann. Was ich damit meine, ist ganz einfach. Ich bin ja Rathaus 8 und wie ihr sehen könnt, auch schon auf einem guten Wege. Also die Minenwerfer sind hier schon auf Max, die drei. Die Magiertürme sind bereits auf Max. Die Kanonen sind auch schon auf Max. Was ich jetzt noch, der Bombenturm übrigens, den gibt es ja noch nicht so lange. Den gab es beim letzten Mal noch gar nicht. Der ist aber auch bereits auf Max. Was eben noch nicht auf Max sind, sind alle Bogitürme. Sowie zwei von drei Teslas. Einer wird gerade ausgebaut, wie man hier sieht. Und auch die Luftabwehr könnte ich noch klicken. So, ansonsten Armeelager natürlich auf Max. Die Clanburg ist natürlich auf Max. Alle Kasernen sind auf Max, sowie auch die zwei dunklen Kasernen. Das Lager für dunkles Elixier ist auf Max. Die Minen waren, glaube ich, sowieso bereits auf Max. Die dunkle Zauberfabrik wird jetzt gerade auf Max ausgebaut. Das heißt, ich habe jetzt hier... Achso, und ich glaube, ein Goldlager ist theoretisch noch irgendwie nicht gemaxt. Nee, doch nicht. Achso, ein Elixierlager. Ich brauche nur hier oben hingucken. Ein Elixierlager kann ich theoretisch noch ausbauen. Vielleicht mache ich das sogar gleich. Aber das soll jetzt erstmal uns nicht hindern. Nur, ach ja, der Luftfeger natürlich. Ich möchte demnächst mein Rathaus ausbauen. So, jetzt werden einige sagen, hä, was ist denn jetzt passiert? Ja, genau, ich habe ja noch überhaupt keine Minen. Mein Baba King ist auch noch nicht wirklich, Quatsch, Minen, Mauern. Mein Baba King ist auch noch nicht ausgemaxt, so. Warum baue ich jetzt aus? Also der Grund ist relativ einfach. Ich habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen... Ich bin ein bisschen weniger aktiv geworden, was man auch gut an den Clankriegen sehen kann, wenn ich sie, ach ja, finde. Vor 97 Tagen war der letzte Clankrieg hier und das stört mich auch gar nicht mal so. Ja, wie gesagt, hier davor war dann auch schon eine Zeit, wo es mal eine Woche keinen gab oder anderthalb, aber im Grunde waren es davor ziemlich konsequent, immer so alle zwei, drei Tage. Und seitdem halt nicht mehr. Also jetzt wirklich schon seit drei Monaten gibt es einfach keine Clankriege mehr. Und das hat halt auch den Hintergrund, dass viele halt keinen Bock mehr so wirklich gehabt haben auf Clankriege. Und jetzt kommt natürlich auch der Umkehrschluss. Wenn man nicht beim Clankrieg dabei ist, wie ich, dann ist das auch nicht ganz so wichtig, dass man etwas zu früh ausbaut. So, warum baue ich jetzt trotzdem aus? Also einerseits die Forschung. Die letzte Forschung, die ich mit Elixier machen kann, sieht man hier, ist der Packer. Der Rest, hier habe ich noch gar nichts geforscht, weil die Sachen brauche ich auch nur für einen Clankrieg. Und da war mir der Baba King jetzt auch erstmal wichtiger. Das heißt, ich klicke jetzt hier die letzte Forschung und dann habe ich das letzte geklickt, was ich hier mit Elixier machen kann. So, jetzt ist natürlich die Sache, mein Elixier, da ich ja die Mauern kann ich auch noch nicht mit Elixier machen. Ich könnte zwar die nächste Stufe ausbauen, aber danach kann ich nicht weiter ausbauen. So, das heißt, mein Elixier geht hier im Endeffekt, ja, würde jetzt einfach volllaufen und würde mir natürlich dementsprechend auch sehr große Angriffe von Gegnern oder von anderen einbringen, weil ich es halt einfach nicht mehr ausgeben kann. So. Und das ist das eine, was mich nervt. Und das zweite, was mich nervt, ist halt, die Truppen, die ich spende, sind halt ziemlich schwach. Ne? Und ich möchte eigentlich ganz gerne einfach die Forschung meiner Truppen vorantreiben
Und ich bin ja jetzt, habt ihr ja gesehen, überall auf Max bei den normalen Truppen, nicht bei den dunklen Truppen, aber bei den normalen Truppen. Und ja, besonders wenn ich Bogis, wenn ich Riesen, aber auch wenn ich Magier spende, möchte ich eigentlich höhere Stufen spenden. Das kann ich jetzt noch nicht. Gleiches gilt übrigens auch für die Zauber natürlich. Ich würde auch gerne weitere dunkle Zauber spenden. Auch da kann ich sie nicht spenden, weil ich sie noch gar nicht machen kann. So, also ich baue ja jetzt gerade erst die Fabrik für dunkle Zauber. Ja, und deswegen werde ich einfach hier ausbauen. So, an dieser Stelle wirklich gesagt, wenn ihr in Clankriegen seid, macht das nicht. Also das wird erstens überhaupt nicht gerne gesehen. Eventuell werdet ihr sogar aus dem Clan geworfen. Und es ist auch für euch zum Nachteil, weil ihr damit wesentlich schwächer seid als vergleichbare Gegner, die eben die Mauern komplett gemaxt haben oder sowas. Aber ihr werdet trotzdem als stärker deklariert, weil ihr halt das Rathaus einen höher habt. Und ja auch dann irgendwelche billigen Verteidigungsanlagen dazu baut. Also zum Beispiel den vierten Tesla oder auch den vierten Magierturm oder sowas. Das baut ihr natürlich alles sofort. Die Sachen sind aber auf extrem geringer Stufe, bringen also noch keinen echten Vorteil für euch. Werden euch aber schon angerechnet im Clankrieg. Das heißt, ihr werdet eigentlich als viel stärker deklariert, als ihr wirklich seid. Und eure Angriffe sind auch ziemlich schwach, weil ihr ja noch gar keine vernünftigen Truppen geforscht habt. Also, wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, okay, ich nehme eigentlich dauerhaft an Clankriegen teil oder zumindest regelmäßig, dann macht es nicht. So. Und ja, das hier ist ja eh mein zweiter Account. Das heißt, ich werde ihn jetzt, wenn ich eben das Rathaus ausgebaut habe, werde ich so ein bisschen nebenbei noch spielen, werde aber hauptsächlich damit eben auch Truppen spenden, den anderen auch eben dann mal teurere Truppen, also viele eben mal Magier, Drachen oder dann kann ich sie ja auch bauen, zum Beispiel meine Hexe. Ja, und das finde ich einfach wesentlich schöner und möchte damit auch eigentlich hier schließen. Ich kann noch mal, also hier zum Verteidigungslog, falls sich irgendwer gewundert hat, warum hat der Trottel denn sein Lager für Dunkles rausgestellt? Ja, das habe ich einfach gemacht, weil ich eben zurzeit sehr viel Gold und normales Elixier habe. Und wie ihr sehen könnt, es wird mir immer noch einiges geklaut, aber eben häufig auch nicht ganz so viel. Hier zum Beispiel ist jemand, der hat mir 37% platt gemacht. Der hat sich halt die 500 Dunkles gerne mitgenommen und ansonsten hat er nicht viel geholt. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Hier haben sie zum Teil auch extrem viel geholt. Okay, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wie hat er das denn gemacht? Hätte ich gar nicht gedacht mit den... Ach so, okay, der hat nur die Minen geholt. Richtig, ich war jetzt gerade nicht da. Und daher auch nicht am PC, deswegen konnte er sich das natürlich locker holen. Aber nochmal zum Angriffslog kurz. Ich habe hier einen sehr schönen Angriff gemacht, wie ihr seht. 430k, 360k, was bei mir hier schon wirklich extrem viel ist. Und hier auch nur, haltet einfach Ausschau nach genau diesen Gegnern. Der ist hier meine Rathausstufe. Ist einfach zurzeit vielleicht nicht so aktiv oder vielleicht auch ein paar Tage im Urlaub oder sowas. Ansonsten hat er ja eine vernünftige Basis. Die Kanonen sind noch nicht ausgemaxt. Ansonsten alles ganz vernünftig. Hat die Lager alle in der Mitte postiert. Aber da ist sowieso kaum was drin, wie man sieht. Aber wo eben ordentlich was drin ist, das ist in den Minen. Und deswegen lassen wir hier einfach mal entspannt nebenbei durchlaufen, während ich hier noch ein bisschen erzähle. Also nach solchen Gegnern könnt ihr immer Ausschau halten. Da kriegt ihr eben super entspannt, nochmal doppelte Geschwindigkeit, kriegt ihr super entspannt hier ordentliche Ressourcen. In dem Fall habt ihr ja gesehen, was hier verfügbar war, war nur ein bisschen mehr als das, was ich ja dann im Endeffekt auch geholt habe. Und sieht man ja hier auch bei gewonnener Beute, meine Einheiten schießen hier überall so ein bisschen drauf und die steigt die ganze Zeit rasant an. So. Ja, und jetzt dachte ich mir, na gut, die kann ich jetzt hier noch mitnehmen. Hier ist ja noch einiges zu holen gewesen, wie man sieht. Hier oben jetzt genau das Gleiche. Ich möchte ganz gerne noch diese Goldmine, denn da kommt eben noch einiges raus, wie man jetzt auch hier sieht. Das waren ja noch bestimmt... Ach ne, das waren sogar knapp 100k, ne, was da noch drin war. Und damit hat sich die Sache auch eigentlich schon geklärt hier. Ich habe nur noch kurz geguckt, ob ich hier die 50% mitnehmen kann. Brauche ich aber eigentlich gar nicht, deswegen habe ich es dann im Endeffekt auch gelassen. Und alles, diese gesamten Ressourcen befanden sich hier in den Minen, also einfach perfekt. Für mich, ja.
Deswegen hier auch nochmal der Tipp an dieser Stelle. Gold, die Goldliga, ob jetzt 1, 2 oder 3, müsst ihr selber so ein bisschen ausloten. Man wird ja sowieso mal immer wieder mal hochgestuft, mal herabgesetzt. Ich bin jetzt ja zum Beispiel hier ganz knapp in Gold 2, wäre theoretisch fast schon wieder Gold 3. Also da könnt ihr so ein bisschen selber ausloten. Auf jeden Fall empfinde ich die Goldliga als richtig gut, um Gold und Elixier zu farmen. Für dunkles Elixier müsst ihr vermutlich ein bisschen weiter nach oben gehen, aber das wird dann eben auch schwer mit Rathaus Level 8, also in Kristall mit Rathaus Level 8. Da muss man schon sehr aktiv sein, damit sich das rentiert. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Diesmal sogar eben für eine sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Folge zu Clash of Clans machen werde. Vielleicht eine Folge, wo ich irgendwie was Spezielles zeige. Falls es nochmal eine super spezielle Neuerung gibt. Ach ja, das, was ich natürlich gerne noch machen möchte, das wollte ich auch unbedingt mit euch zusammen machen. Ihr seht, ich habe hier schon 2.500 und kann mir also die Bauhütte schon seit Ewigkeiten leisten. Habe mir aber trotzdem gedacht, nö, die baue ich jetzt noch nicht. Ich warte mal, bis ich meine Abschlussfolge mache. Und das tue ich jetzt. Baue Bauhütte Nummer 5, habe 5 Bauarbeiter frei und ja, wie ich finde, eigentlich ein perfekter Abschluss. Ich werde jetzt meine 3 Bauarbeiter beschäftigen. Einer zum Beispiel wird hier dieses Elixierlager ausbauen, das kann ich mal direkt machen. Und ja, werde jetzt noch ein bisschen zusammenfarmen, dass ich hier die 2 Millionen für den Tesla kriege. Dann habe ich wahrscheinlich auch hier gleichzeitig die 3 Millionen für die Päckerforschung. Und ja, ich denke, die 5 Bauarbeiter werde ich sowieso nicht dauerhaft beschäftigen können. Dafür bin ich auch zu inaktiv mit dem kleinen Account. Ja, man hat ja noch so ein kleines bisschen Leben nebenbei. Aber wir werden das Ganze sehen. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch mal in ein paar Monaten eine Folge. Ansonsten wirklich vielen Dank, wer sich die Folgen angeschaut hat. Hat mich sehr gefreut. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Schaut euch an, zu welchen Apps und zu welchen Games ich jetzt weiter gerade Let's Plays mache. Und ja, wenn es euch da gefällt, dann bleibt doch einfach bei einer anderen Sache dran. Bis demnächst, euer Schwengeldieter.